Da bist. Du bist ja schon sehr lange mit Thalamus Stuttgart verbunden. Seit 2005, da hast du mit der Heldenreise hier angefangen bei Thalamus, hast dann anschließend die humanistische Psychotherapie gemacht, bist seit 2009 Heilpraktikerin für Seit Psychotherapie, 2008. seit 2008 Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis, hast bei Thalamus oder machst bei Thalamus die Atemtherapie und Seminare über Resilienz. Und jetzt der nächste Schritt, Dozentin für die Heldenreise, für die Psychotherapie. Genau. Eine Frage, wie war das für dich selber am Anfang, als du mit der Heldenreise angefangen hast? Was hat dich da so bewegt bei der Ausbildung? Also ich kam hierher, hatte erstmal überhaupt keine Idee, wie das Ganze abläuft, weil ich auf keinem Vorbereitungstag, Gesundheitstagen oder so war und hatte die Vorstellung, ich sitze hier an Tischen und Stühlen und lerne dann was. Ich wollte schon Selbsterfahrung machen, aber wusste nicht, mit was ich da konfrontiert werde, nämlich mit mir selber. Und als ich hier anfing, war ich ein Mensch, der nur im Kopf war. Ich hatte alles vermeintlich im Griff und habe überhaupt nichts gefühlt. Ich war weder im Kontakt mit mir noch dadurch im Kontakt mit anderen und habe hier erstmal gelernt, mich zu fühlen, wahrzunehmen, was ich brauche, zu sehen, wer ich überhaupt bin und ja, im Laufe der Jahre auch herauszufinden, was meine Bestimmung ist, warum ich überhaupt hier bin. Und ja, es waren sehr viele, viele berührende Momente in dieser Ausbildung, sehr viele Momente, die auch Angst gemacht haben, wo ich verletzlich war, wo ich mich geöffnet habe. Es war einfach ein riesengroßes Geschenk, weil jetzt fühle ich mich und jetzt bin ich mit mir verbunden, jetzt bin ich in Kontakt mit mir. Und wo ich vorher gar nicht wusste, was es überhaupt bedeutet. Ich habe über mich erzählt, als ob es nichts mit mir zu tun hat. Und War das nur bei dir so oder ging das den anderen Teilnehmern der Heldenreise auch so? naja, ich denke, jeder geht seinen eigenen Weg, aber bei jedem hat sich das herauskristallisiert, was wichtig war. Und die meisten Menschen waren nicht mit sich in Kontakt und hatten ein geschlossenes Herz, dessen sie sich vorher nicht bewusst waren. Und diese Herzöffnungen, die stattgefunden haben, haben immer wieder berührt und uns gegenseitig natürlich dadurch auch angesteckt, wenn bei einem in der Gruppe sich plötzlich das Herz geöffnet hatte, ist bei vielen anderen das Herz auch aufgegangen. Das waren wunderschöne Momente und die mich heute noch berühren, wenn ich zurückdenke. Und ich habe auch heute noch wunderschöne Kontakte von der Zeit damals. Und die Heldenreise ist ja so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Hattest du den Eindruck, bei dir selber hat man es ja schon gehört, aber dass auch andere dadurch ein Stück weit mehr zu sich kamen, mehr ihren eigenen Weg im Leben gehen konnten? Auf jeden Fall, also ich würde sagen, jeder in unserer Gruppe und auch in den Gruppen, wo ich dann assistiert habe, hat seinen eigenen Weg gefunden und geht ihn immer noch und es entwickeln sich immer wieder neue Perspektiven daraus. Ja? Also ich kenne niemanden, wo sich nichts verändert hat und der nicht auf seine Art und Weise seinen Weg gefunden hat. Okay, und weil das für dich so ein großes Geschenk war und dein Leben so verändert hat, möchtest du das jetzt auch als Dozentin Ja, unbedingt, weil ich weiter? total begeistert bin von der Ausbildung und die ich auch viele andere mittlerweile gemacht habe. Und eigentlich keine war so gut wie diese. Und also auch in anderen Häusern, in anderen Veranstaltungen. Aber das war einfach für mich das größte Geschenk. Und es sind super Dozenten dabei und es sind tolle Methoden dabei. Und ich kann nur einfach sagen, es ist wunderbar. Und es begeistert mich total. Wunderbar, herzlichen Dank, liebe Gerne. Katrin. Schönen Tag noch. Ciao Tschüss. und viel Erfolg bei der neuen Ausbildung. Dankeschön.